Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update. Und zwar ein neuer Wurf. Wie ihr seht, seht ihr gerade nicht ganz viel, außer ganz viel Dreck und ganz viele Punkte, die rumzittern. Das sind Artemia. Und wenn ihr genau hinschaut, muss gerade mal selbst schauen. Wo sind sie? Da sind überall kleine Babys. Und zwar ist das ein Fancy-Wurf. Es hat geklappt. Und es sind auch noch ein paar rote dabei, weil da auch ich noch das andere Pärchen angesetzt hatte. Die hatten aber jetzt nicht so eine hohe Schlupfrate. Ja, da sind sie. Und die haben sich jetzt die letzten 2 Wochen ganz gut entwickelt. Und jetzt kann man sie endlich sehen, weil das Wasser war davor mal ganz trüb. Weil ich diesmal eine andere Futterart ausprobiert habe und sie sind echt gut gewachsen. Genau, die sind jetzt so ca. 5 bis 7 mm groß, also echt gut. Wie gesagt, meine Artemia-Zucht funktioniert endlich mal wieder. Sie geht nicht so schnell tot wie beim letzten Mal. Das ist sehr gut. Und die Tiere fressen auch fleißig, wie ihr vielleicht hier gleich seht. Oh nein, will doch nicht. Genau, also die nächsten Tage kann ich dann zum ersten Mal richtig sauber machen. Ich habe schon immer Wasser aufgefüllt und ein bisschen Pflaumen weggesammelt, aber noch nicht alles. Und das kann ich dann jetzt endlich die nächsten Tage machen. Genau. Nicht wundern, das war ein kleiner Hund. Sie kommt noch nicht die Treppe runter und will die Treppe runter, aber ich bin ja hier gerade am Füttern. Genau, in diesem Sinne sage ich auch einmal Tschüss, weil sonst wird sie hier noch mehr traurig, die kleine Hündin. Und ja, das war dann Tag 2 der Video-Challenge. Denn ihr habt gesagt, euch gefällt das Format und ihr wollt davon mehr. Und deswegen werde ich das auch weiterführen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Und dann sieht man sich übermorgen. Ciao!